Ja. 29 Runden, den Scheiß, ja, okay. Waren wir erstmal durch gerade, das ist ja am wichtigsten gewesen, ne? Boah, dieser Traumstart. Na gut. Oh, und da ist der Flügel orange. Ich habe direkt ein paar Plätze erschummelt. Oh, der Flügel ist gelb. Der Flügel ist gelb. Flügel ist rot. Meine Ja, auch. ich habe mich komplett gedreht. Das war aber Huberts Schuld. Der hat beim Bremsen ist er direkt vor mich gefahren, obwohl wir alle schon gebremst haben. Ja. Oh, dann. Safety. Ja, Alter, jetzt fährt Bosch und mir noch fett hinten dran. Ja, und ich habe irgendwie keinen Flügel mehr, glaube ich. Ja, das ist gut. Wir müssen jetzt beide an die Box. Das heißt, wir verlieren jetzt nur die Plätze, aber nicht die Zeit, weil. Du darfst, wenn du. Du musst ja, du darfst ja erst in Runde 6 die Reifen wechseln, also dann zählt es erst. Achso, also haben wir jetzt nochmal Glück gehabt. Ja, wir verlieren jetzt, also du verlierst eh nichts und ich verliere jetzt nur 5 Plätze halt. Stimmt. Aber wir verlieren, weil sonst würden wir ja schon 30, 40 Sekunden verlieren. Ja. Das war jetzt lucky, wahrscheinlich weil die ganzen Teile von unseren Charus-Frontflügeln da rumliegen. Ja, wird's wahrscheinlich auch. Ja, eigentlich müsste der dafür fette Strafe kriegen, weil der richtig un. Ja, Boschung hat eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, weil er jeden reingefahren ist. Nice. Immerhin. Der muss auch an die Box übrigens. Ah, okay. Also denke ich mal, weil ich habe ja gesehen, wie die Flügel geflogen sind. Aber das will ich mir nochmal in der Wiederholung angucken, den Start. Das war prekär. Weißt du, tatsächlich, die sagen, ich darf nicht den. Ich darf nicht den Delta hier überschreiten, aber wenn ich das nicht tue, kann ich die Q nicht einfangen. 80 Durchfahrtsstrafe. Ja. Ich kann nur eins von beiden machen, entweder catch ich die Q oder ich verlangsame, aber beides geht nicht. Die ganze Zeit, ich. Ja, und disqualifiziert. Ja, was wollt ihr denn? Ja, entscheidet, ich würde doch gerne! Jetzt fahr bloß nicht mit Vollgas da durch ohne Frontflügel, dann bist du nämlich tot. Das war direkt in der Box. Ja, Boschen kommt auch. Und fahr bloß nicht mit Vollgas in die Box, dann stirbst du nämlich auch. Lass uns mal gucken, wo die Dingens ist. Links. Ja, aber wo links? Ah, ich sehe. Da kommt noch einer. Wer ist denn das? Ju? Ne, es kommen 4 Leute kamen insgesamt in die Box. So. Fast jeder ist an der Box. Jetzt komm da raus jetzt. Ja, warte. Die müssen erst noch die Reifen wechseln. Ja. Ja, jetzt. Genau. Und los geht's. Ich will nicht letzter. Da kommt der vorbei. Lass mich doch rein, wie lange wartet ihr? Alter. 16. Ihr habt nur 2 Plätze verloren. Voll geil. Boah. Alter, die haben alle hier in Frankreich verstopft. Ja, das war die übelst behinderte Stadt. Du hast 1, 2, 3, 5 Leute, ein Viertel von allen musst du schon in die Box nach einer Runde. Boah. Weiß ich, wenn jetzt. Alter. 17,6 Sekunden Stop. Mein hat auch irgendwie 15 Sekunden gedauert. Ja, und ich war insgesamt 50 Sekunden überhaupt generell im Pit. So. Catch Safety Car Q. Ja, würde ich gerne. Boah, ich bin noch eine halbe Minute dahinter. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch in 2 Runden einhole. Wo ist denn die Q? Ich seh die gar nicht. Ach, da vorne! Irgendwo statt Ziel oder so. Da muss ich erst mal hinkommen. Bin ja jetzt gerade mal beim Schloss. Die Schlossarkaden. Oh, lilaner zweiter Sektor. Während der Safety Car Phase. Ah. Weiß ich nicht, Vollgas lang. Also.
Ja, ich bin doch, das geht aber. Ich habe jetzt schon eine Viertelminute in der einen Runde aufgeholt. Ich schätze mal, der bleibt eh bis Runde 4. Und komplett verbremst. Scheiße. Alter. Und da sind sie alle durch. Oh, mein Spiel ist gelb. Oh nein! Ich habe eine 5 Sekunden Strafe gekriegt. Ich habe Bosch schon den Flügel abgefahren und dann die Strafe. Alter. Scheiße. Was sind die für Wichsbehälter? Und 18. Komplett verbremst in der Safety Cup. Alter. Bist du einfach in reingefahren oder was? Oder lag ein Teil? Ja, das ist vom Nee, ich habe mich in der ersten Kurve verbremst, weil das ist ja die schwierigste Kurve im Rennkalender. Und dann bin ich einfach wieder, da war ich in der Auslaufzone, bin einfach wieder ohne zu gucken auf die Strecke gerast und dann habe ich Boschum weggerammt und er hat seinen Flügel verloren. Ich glaube, der muss jetzt wieder nochmal rein. Darf ich jetzt auch nochmal rein? Jesse, wir müssen jetzt nochmal rein, ne? Mein Flügel ist jetzt wieder gelb. Ah, jetzt ist er rot. Dann würde ich nochmal rein. Ne? Also weißt du, mit kaputten Flügeln mit Formel 2 Karren auf Baku. Das ist ja schon mit einer normalen Formel 1 Karre ist Baku ja schon scheiße. Also Punkte habe ich schon abgestrichen hier in dem Rennen, mit der Formel zu der Strafe und 18. Also das wird jetzt wieder nur so ein Rennen von wegen, hoffe ich, schaffe ich es ins Ziel. Ja. Ja, den Start, den würde ich mir dann schon nochmal angucken. Ja, da ist wieder so viel Scheiß passiert. So. So nehme ich direkt neue gelbe Reifen mit. Gelbe? Ja, warum nicht? Ja, die zählen ja eh noch nicht. Warum nicht? Ja, du bist Runde 6 fahren, ne? Dann nehme ich halt die benutzten lilanen. Ah, Safety Car bleibt noch eine Runde, ne? Guck mal, ob ich jetzt in die Box komme. Ich werde ja fährt in die Box. Ich muss jetzt in der Box. Ja, Boschung auch. Okay, also diese lange, ich nenne es jetzt mal gerade, zur Start-Ziel kann man nicht vollfahren. Du fährst sonst links in die Wand rein. Wo stelle ich mir? Wo eigentlich hätte ich auch mal in die Box fahren können, dann wäre meine Strafe schon längst weg gewesen. Na egal. Obwohl, ich glaube, das zählt bestimmt nicht. Ne, es zählt nicht. Was haben wir hier? Schokolade, guck mal. Das ist ein richtiges Scheiß drin. Ja. Und da hat er dann doch die gelben Reifen genommen. Ich? Ja. Nee, ich dachte, weil du so weit hinten bist, dachte ich, der hätte die schon gewechselt. Nein. Aber du bist aber kurz gelb gefahren. Ja, richtig. Ich hab mir einfach frische Lilane geholt. Ja, dann sei froh, dass das passiert ist. Das sind wir eigentlich quitt, weil Boschung ist mir eben gerade auch hinten reingefahren, hat auch eine scharfe Wirkung. Oh Mann, ich glaube nicht, dass ich das Safety Car Q jetzt noch kriege. Im Schloss gerade. Ah, der bleibt noch eine Runde. Ja doch, den holst du aber ein, wenn jetzt nicht wieder irgendeine Scheiße wird. Ich hoffe es. Na ja, stimmt, so ein bisschen was hole ich auf jeden Fall auf. Also kann mir das Safety Car gerade echt so ein bisschen in den Arsch retten. So, jetzt darf ich hier nicht wieder vollfahren, sonst fahre ich wieder gegen die Wand. Ah, jetzt ging's.
Und da ist Boschung auch schon wieder. Wo seid ihr gerade? Erste Kurve. Hab ich auch gleich. Also der Runde schaffst du auf jeden Fall. Du gewinnst so 15, 16 Sekunden pro Runde. Ja. Erster an der Konstrukteurswertung, jetzt hier wahrscheinlich eine Nullnummer am zweiten. Ja, das wird ja alles noch. Erstes Rennen, Pole Position, schnellste Runde, zweiter und dritter. Gerade 18. und 20. Tja. So, da bin ich auch wieder, als wäre nie was passiert. Guck mal, ab nächster Runde darf man sogar schließlich die harten Reifen holen. Alter, geht das jetzt hier langsam. Ja, pass bloß auf. Du bist jetzt schnell, kannst du da reinfahren. Boah, voll das Untersteuern gerade. Ich hab fast in die Wand reingefahren. Voll in Kufa weg, ey. Ja, das Mann, hab ich das doch gesagt. Rechter Flügel ist orange. Oh, danke, das Safety kam wieder rein. Ja, was machst du denn noch für eine Scheiße? Diese ist ganz plötzlich abgebremst. Ja, das machen die immer. Ja, dann kann ich halt wieder in der Box fahren. Ja, aber es zählt noch nicht. Es muss Runde 6 sein, damit du die reißt. Ja, ist egal. Dann fahre ich halt mit meinen Lilan weiter. Es geht ja darum, dass mein Flügel wieder heilig wird. Ja, du musst dann nochmal in die Box. Ja, das habe ich ja kein Problem mit. Ich verliere ja keine Zeit. Nö. Safety Car kommt aber jetzt rein. Ja, ich muss aber rein. Flügel ist orange. Ja, das ist ja viel schneller als ich. Also. So, ich konnte die absolute Aufholjagd einfach nur. Alter, ich wäre fast gestorben. Ja, erzähl mir mal was Neues. Den ersten habe ich schon direkt disposed. Das wird da jetzt eh noch dauern, bis ihr da wieder ein bisschen Speedball reinkriegt. Das ist halt jetzt gerade hier übelster Verkehr. Die Straße ist halt nervig, da hab ich gar keinen Bock drauf. So. Na gut, aber du bist ja selber schuld. Ja, komm, hätte Hubert unter Bremsen sich nicht noch bewegt in der ersten Kurve, hätte ich meinen Flügel niemals verloren, aber ich auch niemals so weit hinten gewesen. So, 35 Sekunden, die hole ich doch bestimmt noch ein, jetzt hier gleich. Sie wissen, das ist die erste Runde Distanz. Ja. Die Bestzeit. 1,57, nice. Die schlage ich ja gleich noch, pass mal auf. Ich bin auch jetzt eine 2,2 gefahren. Oh. Ah. Wie viel haben denn meine Reifen jetzt hier? Guck mal, die haben. Warum sind die hinten so belastet? Die haben 13% hinten. Vorne sind 9%. Alter, meine haben schon 33%. Fuck. Alter. Ich bin doch nur hinter dem Safety Car gefahren. Ja, gut, ich hab zwischendurch auch bin ich die gelben gefahren.
Der irgendwie blockiert da vorne so heftig wie immer. Das finde ich richtig scheiße an dem Spiel, dass es immer irgendeinen gibt, der so mega langsam ist. Ja. Das stimmt. Da, das ist, Bär, glaube ich. Bertus. Boah, das Auto ist jetzt so scheiße im Schloss. Das Auto liegt richtig scheiße auf der ganzen Map. Ja, vor allem da, da fülle ich jedes Mal direkt eine halbe Sekunde auf, weil das einfach zu eklig ist. Und ohne DS kommst du jetzt hier auch nicht mehr vorbei. Generell diese ganze Schloss, Boah! Die ganze Phase da hinten, so, das ist alles richtig anstrengend. Alter, was für eine Scheiße, Alter. Was? Ich kam halt so gut raus und musste eine Vollbremsung machen, weil ich da sonst komplett reingefahren bin, weil der viel langsamer war. Oh, Mann! Vielleicht der Flügel ist orange. Was du schaffst unter 20 Boxenstops? Weiß ich nicht. Guck mal, wenn du keinen Flügel hast, kannst du auch nicht schnell fahren, dann kannst du auch nicht kaputt gehen. Das hätte gerade eine neue Bestzeit sein können, wenn ich nicht den Scheiß da wieder gebaut hätte. Eine persönliche Bestzeit? Nein, jetzt hier gerade die schnellste Runde. Ja. Neue persönliche Bestzeit. 2 Minuten 30. Boah, der Schlosssektor, der ist anstrengend. So, ja, natürlich die Reifen bloß 40, ey. So, wo ist Vakunas? Vielleicht der Test davon. Nee, das ist Schumacher. Oh, jetzt sind beide wieder. Okay, ich muss wieder in der Box, das gibt's nicht. 12 da. Ja. Das kannst du auf hart durchschauen. Ja, muss ich auch. Boah, Alter. Ja, sei froh, dass du häufiger überrundet bist, deswegen weniger Runden musst du jetzt fahren. Also, ich will ja nicht überrundet werden. Es hat sich überhaupt nichts daran geändert, dass ich Baku richtig scheiße finde. Das ist ja auch. Das macht überhaupt keinen Spaß zu fahren. Ich glaube, ich irgendwie nicht eine einzige Kurve von der Map macht Spaß, glaube ich. Ich mag den letzten Sektor, das ist nicht scheiße. Am schlimmsten ist alles, was da beim Schloss ist. Ja. Ja, und der erste Sektor ist komplett langweilig. Dann war irgendwie 8-mal dieselbe Kurve hintereinander. Toll. Ja. So, ich bin eine Minute hinterm 19. Boah, ich habe immer Angst, hier mit Vollgas zu fahren.
weil... Die Stadt zielt gerade. Ja, aber ich denke irgendwie, dass die Reifen jede Runde dann zu schlecht sind und man das deswegen nicht schafft. Ja, da habe ich jetzt die meiste Zeit, glaube ich, meinen Flügel verloren. Weil ich dachte, er schafft es, hat es nicht geschafft. Ich komme auch einfach nicht an den Wichser von mir. Also. Was, die Runde sollen wir jetzt schon reinkommen? Ja, gucken, was die anderen machen. Im Schloss fast weggerutscht. Ja, wenigstens überhaupt mal wieder zu meinem Startplatz zurück, aber auch das ist ja schon zu viel. Wenn alle reinkommen, komme ich auch. Ne, die bleiben. Ja. Da bin ich dann das Einzige an die Box fahren. Ja, du musst hier von den anderen so ein bisschen... Ne? Wie heißt es? Ja, wenn der Reifenabdruck jetzt so hoch ist, wenn ich dann als erstes reinkomme, dann habe ich am Ende den Nachteil. Ich kann da mithalten hier. Ja, dann machst du halt nicht. Fast die schnellste. Ja, wie ich eben gehört. Woran? Ja, weil du gerade auf der Stadt hier geraten warst. Achso. Also ich hole auf zu den restlichen. Shit. Warte mal, ein Curve. Tja, und schon ist man wieder aus der Schlagdistanz raus. Kommen die jetzt? Ich glaub schon. Ja, dann fahr ich jetzt auch. Komm. Alter, Mann. Ich hasse diese Map. Ah, linke 5 Sekunden. wir warten jetzt 5 Sekunden, machen einfach nichts. Ja, so ist das. Ja, jetzt bin ich wieder 19. Ja gut, ich krieg gleich noch. Hä? Ja, es ist Ju! Alter, jetzt bin ich 19. Fickt euch. Fickt euch. Als ob ich jetzt alle über. Boah, es ist so Kackrennen. Es ist so ein Kackrennen. Ja, wie lasst du das? Ich bin nicht 19. Ma, so eine richtig unfaire Strafe.
19. Von meiner Quali-Zeit war perfekt, weißt du gar nicht, was sie da meinen von diesem 14. Nee, die M-Reifen voll scheiße. Der ganze Wagen ist scheiße. Ja, die weichen Reifen ist viel geiler. Ich finde aber eine Formel 2 Karre ist für die Map nicht gemacht. Die Map aber scheiße. Ja, das auch. So, jetzt sind beide Flügel gelb. Boah, es macht überhaupt keinen Spaß, diese Strecke. Ich hab noch nicht einmal Spaß gehabt, glaube ich, bis jetzt. Oh, wie leckt denn das jetzt? Och nee, nicht schon wieder. Boah, ich hasse die erste Kurve, schon wieder verbrennst. Ja, okay, wäre ich ja doch 19, das wird nichts. Mein Dirk können wir auch retiren. Mir ist egal. Ich fahr jetzt eh wieder in der Box rein. Ja, ich bin schon 5 Sekunden in der 18, das holst du mir zum Morden nicht auf. Oh, mein Flügel ist komplett ab. Also dauert nicht mehr lange, dann werde ich überrundet, glaube ich. Ja, sei froh. Wieder gelb. Ey, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Das ist die Hälfte gleich.
Oh, ich bin in die Wand gefahren und bei geraden Strecke. Hätte von mir sein können. Oh. Fast gestorben. Jetzt fahren Flügel wieder komplett ab. Dann fahre ich mal wieder in eine Box. Okay, bei kannst du auch wieder auf lila, ne? Ja, stimmt. So, eigentlich müsste ich jetzt verwundet werden, dann, wenn ich jetzt in der Box bin. Ja, aber die, ja, die anderen. Du bist jetzt erst in der Pitch. Ja, jetzt bin ich drin. Das heißt, die anderen. Ja, gut, da kommen sie schon. Theoretisch könnte ich ja versuchen, irgendwen von denen rauszuhauen. Mann. Ja, vielleicht kann ich einen Safety Car irgendwie ran, rauslocken. Ja, du bist ja jetzt irgendwo vor mir. Ich bin zwischen dem. Zwischen Hubert und. Wer ist noch hinter mir? Keine Ahnung. Das vor mir ist über das 14. Zwischen dem 14. und dem 13. bin ich. Ja, das ist da, wäre ich eigentlich auch. Mit 19. Ja. Aber ich weiß auch eine persönlich schnellste. Persönlich schnellste. Erkennst du nicht? Also vielleicht, weil es gerade scheiße. Ja, dann. Diese erste DRS-Zone hier ist auch relativ unnötig, oder? Wobei es geht. Das ist viel zu unfällig, komplett scheiße. Boah, jetzt werdet ihr euch doch einig, ihr blöden Wichser, das kostet jetzt noch mehr Zeit. Thank you.
Nicht schon wieder, ich bin so behindert. Schon wieder gegen die Wand? Nein, ich fahre in der letzten Kurve nur zu weit über den Kurve. Achso. Oder beim letzten Bremsen, bei der letzten Bremskurve. Das ist halt wieder direkt irgendwo die Zeit verloren. Guck mal, du warst ja auch schon jetzt nur zwei Runden sind in meiner Box. Ja. Jetzt fahre ich einfach mit hier gerade inzwischen. Boah, ich hab auch DRS. Also wenn ich wenigstens wieder 14. wäre, das wäre okay. Ich hab Matsushita ganz leicht angestupst und ist die Wand reingeflogen, hab ich ihn überholt. Keine Verwarnung. Weil hier mit denen ist es so, du kannst sie ein bisschen berühren, ganz leicht, und dann geht dein Auto nicht kaputt. Ja. Wäre das im Echten, wäre das jetzt hier. Ja. Wäre das ein echtes Rennen hier, dann gleich eine Verwarnung bekommen oder irgendwie eine Strafe. Scheiß. Ja. Und da liegen auch schon Teile in der Linkskurve. Ja, das war mein rechter Flügel. Ey, wie kann man so blöd sein? Ich fahre jedes Mal mit dem scheiß Körbfuhrer. Jetzt gehört schon zum vierten Mal. Ja, entspann dich, ich fahr jetzt eh wieder rein. Hast du nicht schon irgendwelche Strafe gekriegt? Nö. Kollision mit irgendwen. Oh. Oh Gott, ich habe viel zu früh gebremst. Aber immerhin kämpfst du dich irgendwie wieder ein bisschen nach oben. Ja.
jetzt wurde ich gerade überholt, weil ich irgendwie 100 Meter zu viel gebremst habe, weil ich so weit innen war und dann habe ich die Kurve nicht gesehen. Nicht von Boschung. Boschung ist so ein Arschloch. Den fick ich noch raus. Man weiß es, normalerweise schaltet doch mindestens einer immer aus. Ja, das, naja, gut, kommt ja noch. 10 Runden hast du ja noch Zeit. Ja, da wahrscheinlich dann irgendwie einer hinter mir von den beiden. Weil der 2 vor mir ist jetzt schon 6 Sekunden weg. Rechter Flügel ab. Aber deswegen muss man da jetzt so reinpassen. Ja. Oh, nicht schon. Alter, das. Nee. So dumm. Alter, ich will nie wieder auf Barco fahren. Latifi ist raus, ne? Da siehst du. Oh ne, jetzt bin ich hier schon wieder so innen. Ja, jetzt ist hier gelb. Nur, ich war schon davor. Zählt. Fickt euch. Der muss jetzt zurückstecken. Hier ist gelb. Hallo! Er darf nicht! Es ist gelb! Was ist für ein Wichser? Fick dich. Das interessiert ihn nicht. Ja, er wollte mich einfach überholen. Obwohl er gelb ist. Das weiß er nicht, er ist Formel 2 Fahrer. So, 15. Ein Platz noch. Ich kann wieder meinen scheiß fucking Startplatz. So, ist nur noch einer ausschalten. Das werde dann ich sein wahrscheinlich. Ja, das bringt mir aber nichts. Boah, Boschung, der soll sich einfach verpissen jetzt. Wenn er gleich der Erste hat, dann zieh ich so einen Pfeff vor ihn, dass er richtig seinen Flügel verliert. Oh oh. Mann, das scheiß Rennen soll vorbei sein jetzt. Ich hab keinen Bock hier auf Platz 15 die ganze Zeit zu kämpfen. Gegen irgendwelche Arschlöcher die ganze Zeit. Ja, komm, hau ab, du Wichser! Ich fahr jetzt zickzack. Alter, er ist so viel schneller! Ah, ich bremse einfach so spät, so, hier verpisst dich aber nur. Jetzt fahre ich auch unfair, ist ja sowieso egal. Wie wollte der mich gerade. Alter, schon wieder eine Sekunde verloren, jetzt hier auch irgendwie nach 300 Metern. Das ist so lächerlich. Nur dieser Spaß, der mich nicht in Ruhe lässt. So, ich versuche jetzt noch eine ganz neue Taktik. Rückwärts? Nee, warte. Erstmal rein, ich fahre jetzt rein. Ja, ich bin tot. Eine ganz neue Taktik. Ja, gut, dann halt nicht. Ich wollte jetzt, auf blaue Reifen wechseln. Da würdest du über eine Minute pro Runde verlieren. Ja, was wäre meine Abwechslung? Mit 10 Sekunden Rückstand mit solchen Autos, so 10, 40 Runden nicht auch. Ja, Safety kommt natürlich jetzt nicht. Nö, weil meine Teile liegen an der Box. What? Ja, jetzt ja. Erst, das war's. Da bin ich so oft gegen gefahren. Ah, ja, da bin ich halt 18. Fick du. Ja,
Boschung nehme ich noch mit. Den schmeißt du noch mit raus, oder was? Ich muss da die Box zurück, da verpiss dich! Und Unfall! Alter. Ich habe keine Verwarnung. Und Safety Car, und da komme ich auch schon an die Box. Alter. So. Das ist ekelhaft. Ja, ja. Und da hole ich wieder auf, eine frische Reise. Was sag ich, fahr jetzt noch an die Punkt. Alter, Boschen kommt überhaupt nicht zurecht, gerade mit seinem... Er ist stuck! Bitte lass da gleich hier hin reingrasen, dann sind alle tot. Er kommt nicht raus! Die AI ist so scheiße. Ah, jetzt fährt er raus. Alter, wie dumm die AI ist. Egal, ich habe jetzt lila Reifen und die haben alle uralte gelbe. Ich weiß es noch 10. Alter. Das ist jetzt noch so geil, ich komme jetzt noch so richtig unfair. Alter, er sitzt da halt einfach komplett fest und kommt nicht raus. Ja, siehst du, jetzt wurde er disqualifiziert, weil er da Dangerous Location gesagt hat. Oh, jetzt bin ich aber letzter. Ja. Boah, bitte lass die nochmal alle in die Box kommen. Obwohl, nee, ist ja scheiße. Bevor ich komme in die Punkte. Wie er da einfach nicht rausgekommen ist. Vor allem, er stand da schon relativ gerade. Er musste einfach nur fahren. Aber sein Dings ist da rumgespackt. Er war die ganze Zeit am Lenken. Mann, jetzt hat er die Fresse mit deinem scheiß Delta, Alter. Ganz ehrlich. Meine Güte. Die bleiben draußen, glaube ich. Ist er selber schuld, ist in der ersten Safety Car Phase ist er hinten reingefahren. Ja. Hier, Stichwort Karma Police und so weiter. Ach ja. Stimmt. Ja, das ist so. Zum ersten Mal in dem Rennen wird die Kurve richtig genommen, ne? Ich hab so viel Spaß mit meinen neuen lilanen Reifen. Da! Fucking Galel ist in den Pits, den überhole ich wahrscheinlich. Ach. Ja, ich überhole es auf jeden Fall. Weil den habe ich auch kaputt gemacht, glaube ich. Der ist ja in Boschung reingefahren. Na, 16. So, nur noch 6 Plätze. Wieso Yellow? Achso. Ja, das ist gut. Ja, der Spätzünder. Gelb! Hä? Also ich lade das aber dann trotzdem hoch, oder? Obwohl noch nicht eine gute Sache passiert ist bis eben gerade. Ja, mach doch, dann ist wenigstens wieder Content. Wir sind da auch Content Creator. Ja. Wie full of oneself muss dann sein, um es so zu nennen? Content Creator. Oder sich Artist nennen, so ja, ich spiele Videos wieder lade Video hoch. Content Creator ist halt richtig unnötig, der Begriff. Das ist halt so. Ist halt so Inhaltenmacher, so, weißt du? Also das ist so wie, weißt du, ich kann eigentlich nichts und lade irgendeine Scheiße hoch, aber ich will, dass es irgendwie wichtig klingt. Content Creator. Ich bin Erfinder. Ja, ich bin ein absoluter Künstler. Dieses Video hier ist pädagogisch wertvoll. So. Wir sind immer noch 23 Sekunden Rückstand. Warum sind die retarded? Warum fahren die nicht nochmal an die Box? Nee, die fahren nicht mehr. Das heißt, du bist 19. Ja. 18. bist du. Nee, 19. Nee, 18. 19. Ah, nee, du hast Latifi nicht mehr eingeholt. Der ist ja vor dir gestorben, glaube ich, oder?
Ja. Guck, ich bin nicht 19. also. Ich bin nicht 20. also alles gut. Du hast einen Platz gewonnen. Aber also Boschum wurde das gleich gezählt wegen deinem unsportlichen Verhalten. Mhm. Ich den Mistwix jetzt auch endlich mal einholen. Wie schnell fahren die denn? Ah, verbremst. Ich gewinne keine Zeit. Was ist das? Sind die schon in der Queue? Ja. Ist es die ganze Zeit 21 Sekunden oder ist es verbuggt, hol ich auch? Ja, nee, Matsushita ist. Matsushita ist noch nicht in der Queue. Okay, deswegen. Aber der Rest. Okay. Ja, ich wundere mich, ist die ganze Zeit 21 Sekunden, das kann ja so nicht sein. Jetzt ist er. Gut, ja, 20 Sekunden. Also jetzt dürftest du aufholen, jetzt ist er. Nächste Runde bin ich dran. Ich glaube, zwei bleibt in der Pause. Na gut, so viel Zeit gewinne ich auch nicht. Weil sie gerade da geraden. Ah, die sind auch gerade statt Ziel, oder? Ja. Ja, oder mich auch. Ich bin Startziel. Du hast zwar noch eine halbe Stunde, bis du da bist, aber. Ah, oh, Reifen schon wieder bei 20%. Wenn das dann wieder losgeht, sind meine Reifen älter als die von ihm gelten. Boah. Und schnellste Runde für Mr. Divine unter der Safety Car Fahrt. Es ist so lächerlich. Ja, jetzt hast du die gleich. Und. Ah, gelernt auch gegen die Verschluss. Hat er auch die schnellste gemacht? Mhm. So, ja, voll okay. Reinbrettern da hinten. Hä? Muss aber jetzt aber voll reinbrettern da hinten. Nee, ich will jetzt noch völlig unverdient in die Punkte fahren. Achso. Ich muss nur ein paar von diesen Blödsinn überholen. Man steht aber die ganze Zeit über langsam. Ju auch, Hubert auch. Also aller mindestens will ich mein Start das wieder haben. Und ich komme das jetzt wieder rein. Nicht doch. Oh, Safety Car. Laguna ist irgendwie 9. Ja, der wird da auch noch schön bekegeln, pass mal auf. Musst du bereit sein, gleich ist wieder los. Oh, das war gut. Ich bremse den so aus. Alter. Ah, nichts riskieren. Ja. Ah. In der Kurve da eben, da geht das halt immer richtig gut eigentlich. Ja, hier, der ist zum dritten Mal zwei überholt. Willst du da auch nochmal rüber? Ich versuche ihn auszubremsen, aber hier fahre ich nicht gerne in, weil dann sehe ich die Kurve nicht. Boah. Da schon wieder, der bewegt sich andauernd während des Bremsens, der unfaire Wichser. Ja. Das lasse ich nicht zu, den überhole ich. Und da hat er sich gedreht. So, Strafe vom Start.
Junge, ich fuck alle over. Die anderen sind auch rein, die anderen sind reingefahren mit. Nice. Gelernt, was sind Schieter mit drin? Drei Leute noch, drei. Junge, da wird ins Chaos gestürzt. Alter, sind die langsam hier. Ich könnte ja hier einfach reinziehen. Der Außen ist verliert hier immer in der Kurve, wenn ich einfach innen reinsteche. Okay. Zwei Runden noch. Hier nicht. Da müsste jetzt gehen, oder? Auch nicht? Ne, ich mag den Curb da in der Mitte nicht, hier bin ich vorsichtig. Und jetzt ist hier einfach nur gut raus. Weil ich bessere Reifen habe, komme ich hier viel besser durch, dass ich wahrscheinlich gleich sogar kurz lupfen muss. Ja, hier sogar schon. Und? Boah, da müssen wir Reifen, da müssen wir nochmal kurz lupfen. Ja, da wollte ich mehr Schwung. Und rote Flügel, oder? Ne, das ist irgendwie nur gelb. Wo ich da voll reingerast. Jetzt hat übelst reingehämmert. So, den hast du. Aber jetzt fahr ich. Ja, Hauptsache vorbei. Hat er dich nochmal berührt, ne? Ja. Wie du dich halt gleich echt noch in eine Punkte sneaks, das ist so richtig unverdient. Das wär die unverdient, der unverdienteste Punkt, den ich je gesehen habe. Das stimmt. Vor allem, du gehst ja schon wie eine Brechstange rein. Ich fahr jetzt wie ein Arschloch, so weit sind die ganze Zeit auch gefahren alle. Also wenn das ein echtes Rennen würde, das niemals so durchgehen. Nö. Kann man jetzt halt nur die Mechanics des Spiels ausnutzen. Genau. Pass auf, jetzt ist er von der Ideallinie weg. So. Und. Und getaked. Ja, warum fährt er so weit rechts? Warum das hat jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben? Ja, weil sonst wäre ich ja innen einfach reingestochen. Also dass ich da committe, war klar. Alter. Und der hätte mir dann noch die bessere Linie gegeben. Ja, aber wieso geht er einfach? Der wäre bei mir niemals drüben gewesen. So einen noch. In einer Runde noch Zeit. Das ist auch gar nicht so schlecht mit dem Flügel. Jetzt wahrscheinlich muss ich aufpassen. Ich hab schon kurz gedacht, ich würde ausscheiden, weil ich bin da echt heftig reingebracht. Ja. Ja, ich hätte sogar voll durchfahren können, glaube ich, aber ich wollte jetzt nichts riskieren. Jetzt kriege ich ihn hier natürlich nicht. Einen noch. Wobei, könnte. Nee. Du bremst einfach sehr viel später als er und dann. Na gut, wäre vielleicht auch ein bisschen eng geworden. Weil es ist nicht mehr so viel Verkehr, dass er so zu sein. Yellow? Für nee. Wen? Doch einer ist Yellow ausgeschieden. Flag. Aber hinter mir. Weiß Matsushita oder so? Das kann sein. Ja, Matsushita fliegt gerade raus. Ich hab meinen Flügel kaputt gemacht. Oder? Nee, warte, irgendwie. Nee, ist überhaupt nichts passiert. Nee, ich hab auch nie Yellow gesehen. Bei mir wurde gerade Yellow angezeigt. Ich dann muss jetzt es jetzt riskieren, weil ich hab meinen Flügel gerade kaputt gemacht. Ich muss den jetzt hier überholen. Okay. Alter. Oh nein, illegal Overtake. Fahr doch mal vorbei, du Wichser! Fahr doch vorbei jetzt! Fahr doch! Du Ficker! Alter, war das knapp. Es war noch 18 in Zeit. So, ich habe ihn vorbeigelassen und wieder vorbei. Alter! Ist das unverdient? Das setzt dir ganz doch die Krone auf. Ist das unverdient? Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie durchkommen. Es ist aber einer ausgeschieden. Es fahren nur noch 16 mit irgendwas raus. Ah, Hubert. Ah, ja, der ist auch verdient. So, nur nicht sterben und dann darf er mich nicht überholen. Ich dränge ihn so heftig jetzt ab.
Ich dräng den ab, der kommt nämlich. Ja. Da, er hat sein Momentum verloren, weil er gerade schon zu nah dran war. Ne. Und 10. Alter, war das behindert? Was ist mit mir? Ich bin auf 10. geworden in der letzten Runde. Alter, stell dir vor, du wärst ja jetzt King in der Situation gewesen. Wieso bin ich jetzt nicht Dreier des Tages? Weil du nur Scheiße gebaut hast. Ich bin auf 10. geworden. Boah, ist das beste Rennen in meiner fucking Career, da. Boah, das Rennen war richtig scheiße. Mega.